Hallo, liebe Zuschauer. Ich bin heute bei einem Freund, und der ist schon viele Jahre hier in Thailand, ich glaube auch in Samui. Und ich wollte mal die Erfahrungen von ihm hören, was er als Einwanderer ja praktisch erlebt hat, wie er hier lebt und wie er seine Zukunft sieht. Hallo, Sam. Hallo, Florenz. Wieder einmal im Studio. Ja. Wir kennen uns ja von unserer Spendenaktion und den Hilfaktionen hier auf Samui. Und du hast dich freundlicherweise ja bereit erklärt, mal deine Erfahrungen zu schildern, damit er nicht nur immer einseitig ist hier zu meinen Zuschauern. Seit wann bist du denn hier? Also fest seit 23 Jahren. Und angefangen habe ich als mit dem großen Motorradverleih mit schweren Motorrädern. Das habe ich allerdings nach 10 Jahren wegen der Verkehrsentwicklung aufgegeben, weil ich nicht wollte, dass irgendeiner meiner Kunden mal tot auf der Straße liegt. Dann hatten meine Frau und ich zusammen ein kleines Restaurant und ein paar Bungalows zum Vermieten. Und seit 2005 haben wir dieses Berghof-Resort gemeinsam mit meinem Schweizer Partner. Wir haben also auf unserem Privatland haben wir 11 Wohneinheiten gebaut und vermieten an Urlauber, überwiegend aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Wie alt warst du, als du nach hier gekommen bist? Ich war genau 39, also auf der Schwelle zum 40. Lebensjahr, sehr jung. Also du bist mit dem Business-Visum praktisch nach hier gekommen, oder? Ich bin zuerst bin ich mit dem Non-Immigrant-O-Visum, einem Rentnervisum, obwohl ich zu jung war, aber damals waren die Visa-Regelungen einfach wesentlich unkomplizierter. Da war man willkommen, die Leute waren froh, wenn hier Menschen kamen, die ihr Leben verbringen, die Geld ausgeben, die Häuser anmieten. Man hat es damals nicht so genau genommen. Man musste Grundbetrag nachweisen und konnte dann in München, ich komme aus München, beim Konsulat ein Jahresvisum beantragen. Und mit dem konnte man das ganze Jahr hier bleiben. Das war damals viel einfacher. Und du bist hier in Thailand auch verheiratet, oder? Ja, ich bin seit 21 Jahren verheiratet, habe einen 20-jährigen Sohn, der hier auf Koh Samui geboren ist, der beide Staatsangehörigkeiten hat. Also ich bin hier verwurzelt. Und wie empfindest du jetzt die Corona-Zeit? Die Corona-Zeit ist bleiern. Die hat den Tourismus platt gemacht, auch die unterschiedliche Handhabung. Hier hat man halt alles zugesperrt, hat die Touristen alle ausgesperrt. Und das war natürlich der Super-GAU und der Garaus für den internationalen Tourismus. Ja. Und wie ist das jetzt für dich als Businessman? Das Visum ist ja verbunden auch mit Einkommen, finanziellen Dingen. Ja. Also bei mir ist es so, ich hatte bis vor 2 Jahren ein B-Business-Visum. Das hat jetzt mein Schweizer Partner übernommen. Er ist jetzt der operative Geschäftsführer. Ich bin offiziell im Ruhestand und beratend tätig. Ich habe jetzt ein Retired, ein Rentnervisum. OA. OA, ja. OA. Und mein Partner hat, weil wir natürlich hier als Firma eine Work Permit, eine Arbeitserlaubnis brauchen, hat er den Part jetzt übernommen. Der ist jünger als ich. Und da kriegen wir das Visum für ihn über diese Company, über die Steuern, die wir zahlen. Wir müssen Steuern nachweisen, 4 Angestellte nachweisen. Das ist alles ein bisschen kompliziert und das passt alles bei ihm. Ja, du hattest in Facebook geschrieben, du müsstest das Land verlassen, ne? Oder du möchtest... Ja, das, glaube ich, wurde ein bisschen falsch gelesen. Ich habe gesagt, dass ab 26. September, wenn es nicht eine weitere Amnestie gibt, etwa die Hälfte der Leute hier das Land verlassen müssen, weil die können keinen Visa ranmachen, die können ihre Visa nicht verlängern. Also es können nur Leute bleiben, die hier bei der Immigration ihres jeweiligen Standortes das Jahresvisum gemacht haben, entweder das B-Business-Visum oder wie du, dieses Rentnervisum. Und da kennen wir ja die Voraussetzung, 800.000 permanent auf einem Konto, ein halbes Jahr nicht anfassen. Nicht ganz. Man muss 800.000 nachweisen als Rente oder als Guthaben, als Mischmasch. Ja. So halt. Ja, die meisten haben entweder die 800.000 oder sie haben eine Rente, die höher ist als 1.600 Euro netto monatlich. Wenn du den Nachweis erbringst, hast du wenig Probleme. Da hast du den üblichen bürokratischen Gang, aber du bekommst dein Visum. Ja. Und bei dir? Bei mir, ich wollte es einfach nicht mehr mitmachen, dass ich solche Summen hinterlege auf der Bank, mit dem Wechselkurs auch. Ich habe für meine Euro, die ich dann von meinem Ersparten überwiesen habe, habe ich irgendwann 20-25% weniger bekommen als noch vor 10 oder 15 Jahren. Dann habe ich gesagt, das macht keinen Sinn. Und da ich sowieso einmal im Jahr in Deutschland, in München bin, mache ich jetzt jedes Jahr im November, Dezember mein Jahresvisum beim Honorarkonsulat, nicht Generalkonsulat in München.
und muss dafür 5.000 Euro auf dem Konto nachweisen und meine Papiere, dass ich verheiratet bin, dass ich ein Kind habe, mein Hausbuch, dass ich hier registriert bin. Und dann sind die sehr kulant, dann klappt das. Hin- und Rückflugticket natürlich. Ja. Dann hast du ja im Endeffekt für 2 Jahre eins. Wenn du vor Jahresende wieder nach Deutschland zurückgehst und wieder rein, beziehungsweise wenn du das Land verlassen hast, in Thailand kommst du wieder rein, dann wird es ja automatisch um ein Jahr verlängert. Es sind 15 Monate, weil wenn ich jetzt beispielsweise im Dezember, wie jetzt, ich habe jetzt bis Dezember ein gültiges Visum. Ich muss allerdings mit diesem Visum alle 90 Tage ausreisen. Das heißt, entweder nach Malaysia, nach Kambodscha, nach Laos oder wo immer. Und das mache ich bisher. Und dann bekomme ich bei der Ausreise und Wiedereinreise nochmal 90 Tage. Ich bekomme also jedes Mal 3 Monate auf mein gültiges laufendes Visum. Das geht so lange, bis das Visum abläuft. Wenn ich einen Tag vor Ablauf des Visums noch einmal den Border ran mache, bekomme ich nochmal diese 90 Tage und habe dann de facto 15 Monate. Und dann ist aber auch fertig, dann muss ich es wieder neu beantragen. Was würdest du meinen Zuschauern denn raten, wenn sie also für Business nach hier kämen wollten? Da bin ich immer ganz offen. Ich warne jeden, hier in Thailand ein Business zu eröffnen. Da muss man einen ganz genauen Plan haben, man muss genug Geld mitbringen. Wer hier denkt, er macht auf die Schnelle eine Bar, ein Restaurant auf, ich habe fast alle scheitern sehen. Ich will da keine Angst einjagen, aber ich bin lange hier, ich habe viel gesehen. 90% wird nicht reichen, die hier gescheitert sind. Das ist einfach so. Wer hier seinen Lebensabend verbringen will oder Geld genug hat, um Langzeiturlaub zu machen, das ist ein perfektes Land, Thailand. Das ist was anderes, aber ein Business ist sehr haarig. Dann habe ich auch Zuschriften bekommen, die Angst haben, weil wir ja eine Militärregierung haben, die zwar jetzt im Anzug hier rumläuft. Ich sagte ja schon, wir wollen ja nicht so in die Politik reingehen. Aber ich habe gesagt, hier auf Samui haben wir nichts davon gemerkt. 2013, 14 war es ja so. Samui ist so eine Enklave, ist ruhig. Ich denke, Samui, ist nicht Bangkok. Samui insbesondere. Als Tourist, als Langzeitresident, man merkt hier nichts von einer Militärregierung. Also das ist ja nicht so, dass wir hier in Nordkorea wären oder selbst in Vietnam, glaube ich, ist es noch strenger. Das normale Leben läuft hier völlig entspannt. Also wir merken von dieser Politik nichts, allenfalls wie jetzt Covid, dass die halt alle Grenzen zugemacht haben und keinen Plan B haben. Dadurch ist halt natürlich der Tourismus internationaler Prägung am Ende. Aber sonst merkt man hier als Rentner oder als einer, der überwintert, der merkt von politischen Dingen überhaupt nichts. Würdest du meinen Zuschauern denn raten, wie sie sowas machen sollten, nach hier zu kommen? Hast du da irgendwie noch einen guten Ratschlag? Ja, also ich kann jedem nur einen Ratschlag geben. Wenn man hierher auswandert aus Frust, dann ist man schlecht beraten, weil erstens nimmt man sich immer selbst mit und ist immer noch der gleiche in ein fremdes Land, wo man weder die Sprache noch die Gegebenheiten kennt. Also wenn, dann sollte man wirklich aufrechten Hauptes, mit einer guten Einstellung kommen, mit dem klaren finanziellen Plan, mit Rücklagen, damit man die Visabestimmungen erfüllt. Und das Allerwichtigste ist die Krankenversicherung. Die Leute vergessen die Krankenversicherung. Wer sich in Deutschland abmeldet, ist dort nicht mehr krankenversichert. Der muss sich hier auf eine der teuren Privatversicherungen einlassen und muss dort die Vorerkrankungen angeben. Dann ist Ausschluss, wenn einer jetzt Herz erkrankt war oder Morbus Crohn, irgendeine Darmgeschichte hatte, ist das ausgeschlossen. Das heißt, er hat dann hier keinen Krankenschutz. Also ich betone immer wieder, noch wichtiger als Visum ist hier eigentlich der Krankenschutz für den Fall des Falles. Ja, in dem Zusammenhang werde ich das hier oben nochmal verlinken. Da habe ich ja mehrere Filme zu gemacht. Das stimmt. Ein OA-Visum ist auch verbunden mit einer anerkannten Versicherung hier in Thailand. Ansonsten bekommt man erst gar nicht das Visum und auch keine Aufenthaltsgenehmigung nach hier. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ja. Und viele mussten ja auch das Land verlassen, weil sie die finanziellen Mittel nicht mehr hatten dafür. Also das spielt sich so im Jahr um 50.000 Baht mindestens ab. Und geht dann ab, je nachdem, wie alt man ist. Und wenn man schon 70 ist, dann muss man so mit 100.000 muss man rechnen. Ja, mindestens. Ja. Also viele, ich muss das so sagen, werden mit 70 dann auch nicht mehr versichert. Ja. Es gibt genug Versicherungen, das muss man auch wissen. Ich hab Leute gesehen, die waren gut betucht, die sind krank geworden, die mussten mit 4.000 Euro Rente netto, mussten die trotzdem zurück nach Deutschland, weil bei einer Krebserkrankung 150.000 Baht im Monat einfach nicht reichen. Also man muss die Risiken abwägen. Ja, und wenn es ganz hart kommen sollte, kann man
wirklich wieder nach Deutschland zurückgehen, sich anmelden und dann ist man auch wieder krankenversichert. Es ist also nicht, dass man in ein Loch reinfällt. Also wenn es hier nicht geklappt haben sollte, dann wird man sehr wohl wieder im Krankensystem in Deutschland wieder aufgefangen. Das ist, deswegen sage ich immer, man soll nicht aus Frust gehen. Wenn man aus Frust geht und sagt, mein Land ist scheiße, ich will es nicht mehr sehen und dann in der Notzeit doch wieder zurückgeht, wird man unglaubwürdig. Deswegen sage ich, wenn einer sagt, ich wandere aus, ich will nach Thailand, aus positiven Motiven bin ich immer dafür, wenn er die Parameter einhält. Aber wenn man nur aus Frust und sagt, Entschuldigung, scheiß Deutschland und anschließend will man dann doch wieder zurück, da komme ich nicht klar damit. Okay. Was würdest du dir denn hier von der thailändischen Regierung wünschen für uns als Langzeitaufenthaltsrentner? Ich würde mir eine Erleichterung der Visabestimmungen wünschen. Es muss einfach nicht sein, dass ein Rentner hier das Zehnfache an Einkommen vorweisen muss wie ein gutbürgerlicher Thai. Die Schwelle ist zu hoch. Die sollen lieber ein polizeiliches Führungszeugnis verlangen, das sollen sich die Leute angucken. Und wer sich hier vernünftig benimmt, auch über Jahre, dem muss man auch mal einen längeren Status gewähren. Mhm. Ich muss jetzt nach 23 Jahren mit Firma, mit Frau, mit Kindern jedes Jahr wie ein Bittsteller antrampeln und muss wieder ein Visum beantragen. Und das ist manchmal zermürbend. Und in einer Situation wie jetzt, Covid, jetzt kann ich den Border Run nicht machen, nicht nur ich, viele tausend andere auch. Jetzt hängen wir in der Luft, sind verunsichert. Dabei wäre es doch so einfach zu sagen, Notzeiten, ihr seid hier nicht verhaltensauffällig gewesen, ihr seid lange da. Wir verlängern euch jetzt mal automatisch gegen eine Gebühr. Ich würde das ja auch bezahlen, wenn die mir sagen, ich möchte jetzt 8.000, 10.000 Baht für die Verlängerung, dann bezahle ich das, dann ist das legitim. Aber ich möchte einen sicheren Status haben nach so vielen Jahren. Und da muss Thailands Immigration noch an sich arbeiten, ein freundliches Signal zu senden. Ja, das finde ich auch. Ich würde mir wünschen, so nach 5 oder 8 Jahren, dass man eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Und vor allen Dingen, wenn man auch schon mit einer thailändischen Frau verheiratet ist, da den Besucher entgegenzukommen. Ja. Es gibt ja viele dieser Scheinehen, die haben die Frauen dann aus dem Milieu geheiratet, wir kennen das ja alles, das zerbricht. Ich verstehe die Thais schon, dass die sich absichern. Glaube ich überhaupt, das ist ihr Land, alles klar. Aber wenn wir Leute hier haben, die wissen ja alles von uns. Die haben alle unsere Parameter, unsere Bankkonten, die wissen, wo wir wohnen, die haben Luftaufnahmen, Google-Aufnahmen von unseren Häusern. Und die müssen wir ja selber noch abliefern. Die müssen wir selber noch abliefern und Fotos. Und, Freunde, macht es ein bisschen einfacher. Ein positives Signal, Land des Lächelns. Hier sind eine Menge guter Leute, die nicht gehen müssten, wenn man einfach ein bisschen kulanter wäre bei der Visaerteilung. Und in unserem Fall in der Not sieht man seine Freunde, wie wir den thailändischen Menschen hier helfen, weil sie unsere Freunde sind. Ich glaube, das ist selbstverständlich. Das macht jeder, wenn Norddeutscher in Bayern zuwandert und sieht, da ist ein Hochwasser, hilft er auch oder umgekehrt. Und wir machen das Gleiche. Und die Thais, unsere normalen Leute um uns, die nehmen uns auch so wahr. Also ich spreche ja relativ gut Thai und kann mich gut kommunikativ verständigen. Mein Sohn ist natürlich perfekt. Und wir sind hier in unserer Gemeinschaft komplett integriert. Ja, danke schön, Sam, für diese offene Aussprache. Und ich hoffe für euch, dass es ein Anstoß ist, mal darüber nachzudenken. Aber ich werde jetzt auch in den nächsten Tagen mit anderen ein Gespräch führen, auch mit Rentner, damit ihr eine bessere Abschätzung bekommt, wie ihr euch entscheiden solltet oder könnt. So, vielen Dank, dass er zugeschaut hat. Bis zum nächsten Film. Tschüss, Sam. Tschüss und bleib positiv.